gerne Goldfische. So ein Nebenbei-Hobby von mir. Ich habe sie gerade gefüttert, natürlich sind sie jetzt unten. Goldfische sind vorsichtige Tiere. Sobald sich an der Wasseroberfläche was abspielt, gehen sie runter. So ist es bei mir zumindest. Bei meinen Goldfischen möchte ich mal vorstellen. Mein Mini-Teich, ca. 1000 Liter Wasser. Schön geschützt vor der Sonne, natürlich mit einer Seerose und dieses Gras da, Teichgras oder wie sich das nennt. Noch ein paar Schwimmpflanzen dabei, einen natürlichen Filter über eine kleine Pumpe, nur natürliche Filtermaterialien drin, wie Sand, Vlies, so habe ich meinen Filter aufgebaut. Unten wird das Wasser reingepumpt durch das Filtermaterial und oben kommt es wieder sauber raus und reinigt so meinen Teich, Sommer wie Winter. Im Winter, wenn es Minusgrade gibt, mache ich den Schlauch am Teich ab, lasse ihn leer laufen, lasse ihn stehen und bewässere nur praktisch durchlüfte praktisch den Teich mit der Pumpe, wo normal in den Filter geht. Und lasse die Oberfläche ein bisschen aufwirbeln, dass es nicht zugefriert. Ja, da wird das Grün zurückgeschnitten. Dann warten wir wieder auf den Frühling. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Das war mal die Vorstellung meines kleinen Mini-Teichs. Die Goldfische. Sieht man schön. Nicht so schön. Sie kennen es halt nicht. Und was ein Goldfisch nicht kennt, wagt er sich nicht dran.